heute liefern werden. Es gab übrigens einige Boulder-Wünsche letzte Woche. Ja. Oh, der Schnaue. Ich finde, du könntest eigentlich so ein Kübel herrichten. Ja, und ich ziehe dann alles raus und dann sage ich, bla 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 hat gewonnen, ich schraube jetzt den Boulder für dich. Rico, spielst du auch mit? Chef Hutensetzer sagt nein, sorry, Bad Hang. Aber wir haben noch einen Volumenschleicher, das geht ja aus einer Platte. Wir können es ja auch so machen, wir müssen ja nicht alle schrauben, sondern ihr einigt euch auf den für diesen Sektor passendsten. Was hast du? Ein Crack. Crack Boulder. Was hast du? Kombinieren. Toolcat-Start. Toolcat-Start und du hast? Volumen 7. Also? Ich würde sagen, die kombinieren wir und den können wir auch noch machen. Also, es gibt einen vertikalen Balance-Boulder im 6A, 6B-Bereich, der ein Blumenschleicher ist. Dann gibt's keinen Crack. Keine Crack für den Pips. Ja, Crack ist vielleicht. Crack ist vielleicht drin. Die sind ja alle gespannt, dem Affen zu sehen. Die ist wieder fit. Jetzt habe ich mir extra auf den weiten Weg daher gemacht. Wollen wir uns kurz die Boulder anschauen, die ich euch aufgetragen habe. Ja. Grün, oder? Grün, ja. Was würdest du sagen, ist die Krux bei dem Boulder? Also da muss man überkreuzen. Und da muss man schauen, dass man sich schön rüberlehnt zuerst. Und dann den Fuß geht. Sehr schöner Boulder. Dominik, wollen wir uns deinen Boulder ansehen? Es ist ein eher leichterer Crack-Boulder. Also eher so, dass man ein bisschen Crack-Klettern üben kann. Weil man kann die Volumes auch so halten. Das ist der Start? Das ist der Start, ja genau. Und dann dann ist eh, dass man die Technik beherrscht. Fahrt mal in den Crack hinein, den Daumen in Richtung Handballen und drückt die Finger ganz fest nach oben. Nach unten eigentlich. In dem Fall nach oben. Und dann steckt man da drin. Außer macht das. Dankeschön. Ich war jetzt in Kalymnos und da waren wir einmal in einer Bar was essen spät am Abend. Und da waren zwei Leute dort, die haben auch schon ziemlich viel gegessen. Und waren natürlich dann auch richtig gut drauf. Richtig satt? Ja, richtig satt. Also der eine war echt schon satt, aber der hat trotzdem immer weiter gegessen. Habe ich jetzt sofort gemacht. Okay, das war's für heute mit den langweiligen Geschichten.